Guten Tag, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben die Chance genutzt, bei unserem Besuch in Phoenix den Phil zu besuchen. Ihr kennt den Phil von meinem Video, was ich vor 3 Jahren gemacht habe, glaube ich, von seinem M3. Der war ja relativ ikonisch, so in diesem Stormtrooper-Design. Und der Phil hat ein paar coole Autos hier stehen. Und da dachte ich, machen wir ein paar Videos. Wie der ein oder andere weiß, gab es ein Problem mit dem Stormtrooper F8. Wir haben natürlich so ein paar Geschenke aus Deutschland mitgebracht. Wollt man hier nicht so unbedingt. Das gibt es hier nicht, ne? Ihr habt hier keine Flips, ihr habt nur diese komischen Cheetos-Dinger. Meine alten Männerbrille absetzen lassen. Ich hab das gerade erwähnt, mit deinem Auto gab es ja ein Problem. Vielleicht können wir einmal kurz die Haube abmachen. Problem ist gut. Da ist was passiert. Mhm. Das sieht jetzt nicht mehr so aus wie vor 3 Jahren, als wir das letzte Video gemacht haben. Wir können ja ganz kurz an der Stelle den Porn, den ich geschnitten habe, Entschuldigung, wenn ich das so laut sage hier, die K-Erotik, können wir ja kurz einblenden. Die war legendär, fand ich. Ja? Da kamen meine besten Schnittkünste raus. Mein Name ist Philipp Maas. Ich bin gebürtiger Wuppertaler aus Vohwinkel. Lebe momentan in Scottsdale, Arizona. Und bin der Eigentümer von HKP Tuning and Performance. Ich würde am liebsten sagen 27, aber leider bin ich schon fast 42. Ich fahre einen 2015 BMW M3. Now allow me to reintroduce myself. They call me J-O-N to the easy E-N. Know that we undefeated. Y'all are beneath them speechless, trying to air a grievance. But his lines are overhead, better check the air for clearance. Call the tower, this is our clear to heat the air apparent. Really, I've never been better. Legacy, this is forever. All the more times I've been severed. I'm raising the bar, you can go ahead and measure. Think about time for a toast. Time that we welcome to go. Yo, we're just leaving. I think about time that somebody go get them their coat. You know I got all that anthem. Come back in, what you call that add all. Got anthems and bands with masters. Was passiert? Wo ist die Front? Ich war mit dem Kollegen Niklas von LCE unterwegs. Wir wollten zur Highline-Show am Samstagmorgen. Er hatte den GR80. Ich bin mit dem F80 gefahren, den ich seit 3 Jahren kaum mehr gefahren bin. Wie gesagt, keiner auf der Straße, bis auf das eine Fahrzeug, das mir entgegenkam und meinte, müsste links vor mir abbiegen. Und dann sind wir frontal miteinander zusammengestoßen. Ich habe das Bild gesehen und war richtig geschockt. Ich war richtig geschockt. So. Das war also kein toller Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Keinem ist wirklich etwas passiert. Also ich hatte Gehirnerschütterung, Fuß kaputt. Also ich bin auch jetzt 4 Monate später erst aus der Therapie raus. Sonst ist aber wirklich nichts passiert. Es ist halt Metallschaden und das andere Auto war natürlich auch kaputt. Es ist halt krass, ne? Weil wir hatten darüber gesprochen, ob ich den Wagen vielleicht irgendwie importiere oder genau. So. Aber man hat das hier gesehen, ne? Hier, guck mal, hier vorne einfach der Lader hier. Guck mal, ja. die Welle ist einfach hier gebrochen. Genau. Und das geht hier überall so weiter. Sind gebrochen, komplett abgebrochen. Das Getriebe ist abgebrochen hinten. Der ganze Antriebsstrang ist nach zur Fahrerseite, ne? Ja, zur Fahrerseite gerutscht. Ja, das siehst du dann halt auch, der Subframe ist auch schon auseinandergebogen. Ich habe das Auto gekauft nach dem letzten Totalschaden, den ich hatte in 2016. Habe mich ein bisschen mehr wieder auf meine Wuppertaler Roots, jetzt muss ich mal gucken hier, versucht zu begeben, weil gerade Kind bekommen, wir haben uns verkleinert vom 7er in den 3er wieder, ne, sozusagen. Und dann habe ich hier halt Spaß gehabt und somit hat das alles angefangen. Und das Auto war immer dafür gedacht, dass meine Tochter das bekommt. Die ist 6 und ich habe halt diesen amerikanischen Traum gehabt, den man im Fernsehen oder in den Kinos sieht. Ja, da ist dann irgendwann, ja, wenn der alte Papa mal irgendwann nicht mehr da ist, da gibt es noch die Fotos von dem Kind mit dem Auto in der Garage, ne, wo das Kind aufwächst und du siehst halt den Progress, wie das Auto entstanden ist, was man mit dem Papa gemacht hat. Und das wollte ich immer so gemacht haben. Dass so nach Plane steht, nur dass es dann nicht so aussieht. Ganz ehrlich, also ich hätte heulen können. Also ich war so im Schock und wollte das Auto retten. Das Problem natürlich, also Rahmen mal abgesehen, das Problem ist, egal mit wem ich gesprochen habe, dass... Nein, also selbst ich habe ja gesagt, dass... Ja, du wolltest den haben. Ich habe dir so oft gesagt, das geht nicht, weil der ganze Motor ist ja in die Feuerwand mit reingegangen. Das heißt, der dreht sich zwar noch, aber die Chance, dass das Ding überlebt hat, sind halt bei 10%. Und irgendwann musste ich dann auch realisieren, es macht gar keinen Sinn mehr. Ja, und dann hast du dir, also vorher hast du dir schon was Neues gekauft, ein neues Baby. Ja, das ist PPF. Mhm. Also da ist Expel drauf. Da das ist richtig teuer, ne, das aufzumachen. 4.000? Ich glaube, Front, wenn du die machen hier in den USA, ist es ein bisschen komisch. Die sind alle so ein bisschen billig. Mhm. Da machen die das nur hier so ein Viertel. Ja, ja. Und ich habe halt das ganze Ding machen lassen, also nicht das ganze Auto, sondern nur volle Front und das Dach, ja. Weil im Dach kriegst du auch immer einen ab. 2, 3 vielleicht.
was ich ja schon recht viel finde für so ein Stück vorne. Ja. Was hast du... Naja, für das Ganze, also für das Motorhaube. Ja, aber nicht das ganze Auto. Nein, nicht das ganze Auto. So, das meine ich halt, ne? Nein. Führ uns doch mal kurz durch, was an dem Auto gemacht wurde. Also was ist jetzt hier... Ist jetzt nicht ganz so umfangreich wie bei dem alten? Nein. Ein paar Sachen sind dran. Simon, komm mal hier rum, dass du das mal hier einfangen kannst. Ja. Also generell, ich habe das Auto bekommen, das ist Individual Fire Orange. Es ist kein Competition, das habe ich mit Absicht gemacht. Ich wollte den Schalterwagen wieder haben, weil ich war jetzt persönlich, und da werden wahrscheinlich viele sagen, der Junge, der spinnt ja, die DCT, das Getriebe, auch mit Tune und allem drum und dran, mir hat das gar nicht gefallen. Ich wollte manuell wieder fahren, habe dementsprechend das Auto dann so bestellt, mit allem Zip und Zap, also alles, was ging. Ne? Also wirklich, ich habe jedes Box da angetan, inklusive den Drift Analyzer. Ne? Also habe ich noch nie benutzt. Auto tiefer gelegt, da sind V4 KWs drin. Ja, was ist hier an Carbon dran? Autotechnik hat jetzt diese Woche uns den Grill, den CSL-Grill zur Verfügung gestellt, sowohl aus die Lippe. Nochmal vielen Dank an Autotechnik. Bekommt ihr auch... Timon blendet den Preis ein, weil die Teile bekommt er ja auch bei uns. Genau. Autotechnik. Ne? Und das ist nur für die SEMA-Show gekommen. Wir hatten gar keinen Plan, also das Auto sollte eigentlich verkauft werden. Bin nicht so zufrieden mit der Farbe, wie es vielleicht im Bild aussieht. Also ein Orange muss ein Fanta-Orange sein, obwohl ich mir ja sagen lassen habe, dass in Deutschland die Fanta gelb ist und nicht orange. Ja. Ich wollte aber so ein Bright Orange haben. V4s sind drin, wir haben HREs, FMRs hier drin. Ja, komm mal hier rum bitte. Komm mal hier rum und lass mal hier ein bisschen was zeigen. Ja, Keramikbremse ist natürlich auch am Start gewesen. Das sind OEM. Zwei oder drei Teiler? Das sind zwei Teiler. Die sind richtig schön. Ja, die sind super. Frozen Champagne, Frozen Barrel, Klarlack drauf, Titan Future Classic. Stud Conversions, die sind vielleicht nicht unbedingt die beste. Stud Conversions sind die Dinger hier, ne? Genau, anstatt dass du Bolzen hast, das sind das Auto wie beim Motorsport drauf ist. Das ist übrigens, witzigerweise sind diese Stud Conversions in Deutschland legal. Und das wissen die wenigsten, weil das ist kein prüfpflichtiges Teil. Und das ist ja total Banane, weil eigentlich kannst du sagen, das Rad hängt da dran. Genau, das Rad hängt da dran. Wichtig, aber dafür gibt es keine Vorlage. Kannst du einfach machen. So, und wenn was passiert, dann hast du Pech gehabt. So, also mal abgesehen davon, dass ich die schwarzen Schrauben, die sind halt nicht schön. Mhm. Und Titan ist gut. Und da muss man... ein bisschen. Oder? Ja, ich bin ja ein bisschen dicker geworden und ich habe die Karre natürlich runtergedreht. Kein Thema hier, das können wir hoch und runter drehen, wie wir wollen, ohne dass der TÜV vorbeikommt oder die Polizei dich anhält. Aquapump ist komplett Auspuffanlage. Das ist die wir auch mal eingebaut haben. Genau, sie hört sich aber ein bisschen anders an, weil hier hatte ich nur das Axle-Back eingebaut. Ne? Ja. Wir haben die Midpipe und die Downpipe. Alles klar, mach mal an. Alles klar. Und deswegen kennt mich jeder Nachbar. Ja, du, bei den Autos, die hier steht, über die anderen reden wir gleich noch im nächsten Video. Aber auch, wie gesagt, wir haben schon gehört, euer Kennzeichen-Game ist auch einfach... Ja, ihr könnt einfach drucken, was ihr wollt. Ne? Also, nicht drucken, wenn es available ist. Ne? Also was okay, aber die Platte dahinter. Das ist Special Plates, also in dem Fall ist das für unsere Armed Force bzw. für unsere Firefighter und Police Force. Ne? Ja. Das ist ein Spezial, da geht das was, du extra bezahlst, geht dann an die Polizei und in das Fire Department. Okay. Mhm. Aber ist das nur eine Signature-Serie oder gibt es das immer? Das gibt es immer. Okay. Ja? Du kannst auch den Zoo, ja? Kindergärten, Children's Hospital. Also wir aber der Staat entscheidet, welche Platten es gibt. Der Staat, ja. Also und wenn ich jetzt in Florida bin, kann ich ein ganz anderes Kennzeichen. Ja, genau, da sieht man auf Palmen und Wade genau, und sowas. Genau, das ist auch immer so, dann kannst du auch, wenn du jetzt hier Football-Fan oder Baseball-Fan bist, dann hast du dann im Staat hast du auch das Staatsteam halt. Ne? In unserem Fall könnte ich mir jetzt eine Phoenix Suns Basketball, ne? Dann hast du den Phoenix Suns, das Logo und die Farben halt. Okay. Oder in Florida hast du Miami Dolphins oder was. Was kostet es, wenn man jetzt hier sagt, ich will so ein also ein Extra? Da wir das Kennzeichen. Also das. Ja, du zahlst also deine Zulassung zahlst du. Ja. Und ich weiß jetzt nicht mehr Arizona. Ich habe gestern mal eine andere nachgeguckt, dass wenn du ein Specialty Plate haben möchtest, kostet das $25 im Jahr. Und ich glaube die Namen 68 Dollar. Weißt du, wie das in England läuft? Nö. Da kostet das einfach Tausende. Nein, hier. Tausende. Nee, da bist du unter $100. Also da musst du aber jedes Mal dann neu bezahlen, sonst verliest du es wieder. Ne? Klar. Kannst du aber auch wechseln, wenn du möchtest. Und das ist natürlich auch einfach, wenn du ein Auto kaufst. Ich kann jetzt
Ja, wenn ich jetzt deinen Rental-Wahn dann nehme und den kaufe, dann kann ich, wenn ich den in Zahlung gebe, kann ich das mit dem Mundschnitzer direkt sofort dran schrauben. Einfach dran schrauben. Also das muss umregistriert werden, aber... Aber später irgendwann. Ja, das kannst du ja dann beim Dealer machen, also du gehst... Okay. Ja, bei uns musst du ja zur Stadtverwaltung gehen. Die gute Stadtverwaltung. Die kriegst du Papier. Ja. Also das ist gar kein Thema. Wir haben das auch gestern schon gehabt, ne? Es gibt, wenn du ein Auto neu kaufst, dann kriegst du auch ein Papierkennzeichen. Wenn du kein eigenes Kennzeichen mitbringst, richtig. Oder das nicht mehr haben möchtest. Ja, und dann kannst du sofort vom Lot fahren. Ne? Ja, cool. Sonst OEM... Diffuser, OEM, ja genau, OEM Plus. Unsere Freunde von IND haben mir die schwarzen Emblems gemacht. Wir haben die sind ein bisschen, da ist ein Tint drauf. Warum heißt du denn nicht die Jubiläums-Emblems? Die hatte ich bestellt gehabt, aber dann habe ich gedacht, ich habe schlechtes Omen. Oh. Ja, weil das Ding war ja komplett so auf Heritage. Ja. Ich habe gesagt, möchte ich nicht mehr. Und wie gesagt, auch in Deutschland, ich glaube, das habt ihr auch nicht, das habe ich damals bei meinem Renault Twingo gemacht, der wie eine Dodge Viper aussah mit dem weißen Streifen. 1995, meine lieben Kollegen. Ne? Getintet. Mhm. Ne? Hochgradig illegal in Deutschland. Ja, genau. Und hier kein Thema halt. Ne? Mir einfach egal. Ja, Scheiben sind schon vom Abwerk getönt. AC Schnitzer, meine Jungs, ne, in Aachen. Die Jungs, das ist für mich so, das ist mein Signature-Move auf jedem BMW. Ja, ich wollte gerade sagen, das habe ich seit meinem ersten BMW, da hatte ich einen E36 Coupé. Mein erster BMW, da habe ich das schon drauf gemacht und das war 1998, glaube ich. Ja, mein erster BMW, da war ich ja irgendwie 20, 21. Und seitdem 10, 11 BMWs, immer AC Schnitzer. Verkaufen wir auch. Mhm. Cool. Sind wir Händler. Sonst, ja gut, Reifen haben wir gemacht, das sind Michelins drauf. Hat das Cuts? Verstehe. Nein, es hat keinen Cut. Also nein, das ist Einzellen-Cut-Technologie. Kein Cut-Zellen-Technologie. Okay. Ist auch nicht legal. Deswegen fahren wir das Auto nicht, sondern lassen es abschleppen erstmal für die See. Ja, yeah. Wie gesagt, noch ein bisschen dreckig, wird am Samstag sauber gemacht. Da kommt dann auch ein Wagner Intercooler noch schnell rein. Mhm. Und ganz schnell. Ich glaube, der lässt sich auch nur ganz schnell umbauen. Ja, wir haben noch einen Tag, das ist halt SEMA-Stress. Ne? Ja, das ist Standard, ne? Standard. Also eine Stunde. Wie vorher. Gesagt, Donnerstag letzte Woche habe ich einen Anruf bekommen, dass das Auto zu SEMA muss. Da ist einer abgesprungen. Ja, direkt mal vom Autotrader wieder runter. Ne? Mhm. Das Auto wird nicht verkauft, alles wieder drauf. Machen. Die Dummstrippe ist schön. Ja, Turner Motorsport. Wir haben das Original, ist halt Original Engine-Cover, ist in Wagenfarbe lackiert. IND macht das auch, ne? Oder? Das hat für mich IND gemacht. Ich habe danach gefragt. Wir sind ja gut befreundet. Ja. Downstar Kits, die habe ich auch. Die gibt es auch für den F80 und für diverse andere Kits. Super. Super, müsstet ihr auch mal in Deutschland machen. Die gibt es auch in Titan, by the way. Und ich glaube, da braucht ihr auch kein TÜV. Okay, Frage. Wenn ihr sowas haben wollt, wenn ihr sowas geil findet hier, dann lasst uns das mal in den Kommentaren wissen. Aber jetzt können wir kurz einmal im Blog fahren. Ja, klar. Ich würde sagen, hört sich gut an. Nein, was erwarten wir jetzt auch hier, ne? Ja. Bleibt ein G80, aber ein amerikanischer G80. Es klingt einfach ein bisschen anders. Ganz anders. Weil er einfach ein paar Sachen mehr machen kann. Das macht schon Spaß als Handschalter. Ja, ich hatte ihn nämlich gefragt, warum kaufst du den Handschalter? Wir hatten nämlich überlegt, hier ein paar Sachen zu machen, wegen der anderen Pläne, die wir hier noch haben, die in einem anderen Video erklärt werden. Aber hatte ich ihn gefragt, ob wir nicht ein bisschen was machen sollen mit dem Auto. Und er hat ja gesagt, er wollte den verkaufen. Ja, aber mit Handschalter ist schon... Ja, es klingt, also in der Kombination mit dem Klang... What? Okay, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen jetzt gleich das zweite Video. Beim Philipp stehen nämlich auch so viele schöne Autos, über die wir reden wollen. Und wir machen an der Stelle Schluss. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag und wir sehen uns im nächsten Video.